Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute halte ich ein wahres Prachtexemplar hier in meiner Hand, und zwar eine 5-Unzen-Goldmünze. Hier auf der Münze befindet sich ein Wal, und was es mit diesem Wal und den weiteren Münzen dieser Serie auf sich hat, das werde ich Ihnen heute alles in diesem Video verraten. Ich möchte schon mal verraten, dieses Stück, das ich hier in meinen Händen halte, das gibt es nur 50 Mal weltweit, kommt in einer ganz edlen Hochglanzholzbox mit einem Echtheitszertifikat. Und die Münzen sind beim Hersteller schon offiziell ausverkauft. Wir haben noch ein paar wenige Stücke. Wir haben die Münzen auch schon sehr, sehr gut verkauft. Wir werden alle Produkte, die wir in dem Video zeigen, unter diesem Video verlinken, sodass jeder später auch die entsprechenden Produkte findet, wenn er sich denn dafür interessieren sollte, liebe Zuschauer. Die Gold World's Wildlife Serie hat im Jahr 2019 begonnen, und zwar mit der Giraffe. War ein riesiger Verkaufserfolg. Die Giraffe als 1-Unzen-Goldmünze, die wir hier vorne sehen, und zwar in der 1-Unzen-Stückelung im letzten Jahr, wird jetzt als Nachfolger von dem Wal beehrt. Wie ich finde, ein wunderschönes Motiv, ähnlich wie auf der 5-Unzen-Goldmünze. Und diese Münze, die Sie hier sehen, ist jetzt keine 5-Unzen-Münze, sondern eine 1-Unzen-Münze als BU, also sogenannter Stempelglanz. Also es ist tatsächlich eigentlich eine Anlagequalität und keine Sammlerqualität. Wenn man sich die Münze aber im Detail ansieht, und wir werden sie hier einmal einblenden und sich Ihnen die Details mal etwas genauer zeigen, dann sehen Sie auch, wie hochwertig diese Anlagemünze geprägt ist. Die Münze gibt es, wie gesagt, 1000 Mal, und die 5-Unzen-Münze gibt es nur 50 Mal weltweit. Wenn wir aber ein Stück weiter schauen, gibt es noch zwei andere Produkte, die wir hier in dem Video zeigen möchten. Zum einen ist es das Set. Das Set ist auf 300 Stücke weltweit limitiert, besteht aus einer 1-Unze, einer halben Unze und einer Viertel-Unze und ist in der Prägequalität der polierten Platte. Sie sehen in dem Set die 1-Unzen-Goldmünze, und zwar in der gleichen Größe, wie es die auch als Stempelglanz gibt. Das Besondere an dem Set ist aber eben, dass es noch drei andere Größen gibt, und die bekommen Sie eben nur in diesem edlen Holzset mit Echtheitszertifikat. Die Sets sind bei uns immer sehr, sehr beliebt und deswegen auch sehr schnell ausverkauft. Der Vorgänger der Giraffe hat schon tolle Wertsteigerungen als Set, genauso wie die 5-Unzen-Goldmünze. Und ich sage jetzt mal, hier ist für den Anleger, aber auch für den Sammler was dabei. Und das Besondere bei diesen Auflagen ist es einfach, dass es eine fortlaufende Serie ist, die entsprechend World's Wildlife, also verschiedene Tiere aus der gesamten Wildnis, auffasst. Und eine fortlaufende Serie ist, die Land- und Meerestiere mischt. Das gab es so noch nie und hat mich sehr begeistert, weswegen wir Ihnen heute diese beiden Produkte auch gerne vorstellen wollten. Dann sehen Sie für diejenigen, die sagen, ich habe nicht so ein großes Budget, meine Münze, die liegt in dem Preisrahmen um die 50 Euro. Und hier haben wir eine 1/2 Gramm Goldmünze. Da sieht man dann die Walflosse eintauchen ins Meer, nachdem der Wal gesprungen ist. Wunderschönes Motiv, und ich finde es eine tolle Ergänzung. Die Auflage dieser 1/2 Gramm Goldmünze ist auch sehr klein. Sie liegt nämlich bei nur 5000 Stücken weltweit. Was gibt es zu der Serie sonst noch zu wissen? Die Münze wird in Deutschland größtenteils vertrieben, aber auch am amerikanischen Markt. Die Münze wird von einem deutschen Hersteller produziert, also wir haben eine sehr hohe Prägequalität. Das Bayerische Hauptmünzamt fertigt diese Münzen, und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie sich die Prägequalität mal im Detail ansehen und diese Münze mal in Ihrer Hand halten, gerade diese 5-Unzen-Goldmünze, dann werden Sie wie ich wahrscheinlich Gänsehaut bekommen. Ich bin ja ein riesen Tierfan, und diese Münzen haben es einfach wirklich in sich, weil sie so detailreich sind. Und wir werden hier am Ende des Videos nochmal ein paar Nahaufnahmen dieser Münzen zeigen. Ich hoffe, Sie können sich zurücklehnen, Sie können sie ein bisschen genießen und mit mir gemeinsam dieses Video ausklingen lassen. Vergessen Sie bitte nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Schalten Sie beim nächsten Video gerne wieder ein. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie mal in die Kommentarfelder unter das Video schreiben, wie Ihnen die Münzen gefallen haben. Ich persönlich werde mich bestimmt an dem einen oder anderen Stück bedienen. Ich verrate nicht mehr an welchen, weil ich ja schon so viel Feedback von unseren Zuschauern bekommen habe. Herr Kettner, wenn Sie jede Münze besitzen, dann müssen Sie ein riesiges Vermögen haben. Liebe Zuschauer, natürlich muss auch ich schauen, wo ich bleibe. Und ich kann mir leider nicht alle diese Stücke leisten, aber ich bin ein riesen Münzfan, ein riesen Tierfan und versuche dann mein Hobby und meinen Beruf zu verbinden. Und ich denke, Edelmetalle sind in der heutigen Zeit eine der besten Anlageklassen. Deswegen macht man damit meines Erachtens nichts falsch. Und das Besondere bei Sammlermünzen, weil mich ja viele fragen, Herr Kettner, warum kaufen sich denn limitierte Sammlermünzen, ist eben, dass sie als Kunst eingestuft werden und unter Umständen somit im Krisenfall oder in dem Falle eines Goldverbotes, wovon ja viele Verschwörungstheoretiker, wie uns die Medien bezeichnen, reden, dass eben so eine Münze dann nicht verboten werden kann, aufgrund der Limitierung, aufgrund der Seltenheit. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende des Videos. Genießen Sie mit mir nochmal die Einblicke und lassen Sie sich ein bisschen gut gehen am Wochenende. Bis bald, bleiben